mal, was die da alles hingeschrieben haben. Irre. Echt überall. Genau hier verläuft die Grenze. Ihr steht schon in der DDR. Stell dir mal vor, du müsstest da drüben leben. Ich würde das gar nicht aushalten. Ja, aber wenn du da geboren wärst, blieb ja gar nichts anderes übrig. Dann würde ich abhauen. Hast du dir das so vorgestellt? Ich freue mich auch schon wieder auf West-Berlin. Ah, da seid ihr ja. Willkommen. Mike. Ich bin Andreas. Bitte, kommt rein. Kommt mir nach, immer mir nach. So, da sind unsere Hallo. Gäste. Kommt rein. Hallo. Kommt rein. Setzt euch, nehmt Platz. Hallo. 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 Wir werden ja die nächsten Tage genug Gelegenheit haben, um uns näher kennenzulernen. Aber bevor wir loslegen, dachte ich, ja, greif zu. Ich hoffe, ihr habt Appetit mitgebracht. Mag jemand einen Tee? Danke. Hallo. Hi. Ich bin Philipp. Herr Fatih. Hallo, Philipp. Im Sommer war ich in Südfrankreich. Croissants, Sonne, Strand. Da würde ich auch gern mal hin. Ihr könnt aber auch verreisen, oder? Ja, klar. Also in die Bruderstaaten halt. Also Ungarn, Tschechoslowakei. Aber also Hohe Tatra zum Beispiel ist schön zum Wandern. Und wanderst du gern? Ja. Du? Ja. Also, kommt drauf an, mit wem und wo, aber ja. Lass mich raten, mit einem Franzosen in den Pyrenäen? Nee, also im Ernst, Prag zum Beispiel, das hat eine urstschöne Altstadt. Urst? Eine tolle Altstadt. Philipp Rieger? Hallo Philipp, hier ist Anna. Hallo, ist da wer? Hier ist Anna. Hallo, ich kann nichts hören. Ihr Stümper! Hör auf! Die hören unser Telefon ab und sind zu dumm dafür. Wer dich liebt, schreibt dir. Du fährst nicht nach Berlin. Ihr macht euch nur unglücklich. Aber ich bin doch schon unglücklich. Ich liebe Philipp und ich fahre, ob ihr wollt oder nicht. Tag, Passkontrolle wird schon im Kaschenblick. Genau hier verläuft die Grenze. Ihr steht schon in der DDR. Stell dir mal vor, du müsstest da drüben leben. Ja, aber wenn du da geboren bist? Dann würde ich abhauen. Abstand halten. Hast du eigentlich schon mal ernsthaft über Flucht nachgedacht? Ja, weil ich auch mal Croissants in einem Straßencafé essen will und Michelangelo sehen will. Aber auch nein, weil ich auch nicht besonders scharf drauf bin, erschossen zu werden oder im Knast zu landen. Ich hätte echt eine scheiß Angst um dich. Okay, lieber Victor, die haben jetzt nicht gern, wenn man da aus dem Fenster guckt. Wie ist das denn so, so nah dran zu wohnen? Ich gucke niemals raus. Kriminalpolizei. Sie stehen in einer intimen Beziehung zu Herrn Philipp Rieger. Als Bürgerin der BRD mit einem Tagesvisum sind Sie verpflichtet, die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik bis spätestens 24 Uhr zu verlassen. Du hast die blauesten Augen der Welt. Wir müssen doch auch irgendwie normal weiterleben. Wir haben nur die paar Stunden. Wir lassen uns nicht unterkriegen, oder?